Also ich würde es fast als klinische Verhältnisse da bezeichnen, weil so gut, so kompakt und so gleichbleibend hat man es nirgends. Und somit kannst du ideal dein Material abstimmen. Das erklärte Ziel ist für mich, in Garmisch um Medaillen zu rittern. Ich habe mich jetzt in Alta Badia sehr gut präsentiert. Wir haben im Jänner und Anfang Februar noch jeweils zwei Riesendauerläufe und zwei Super-Gs. Und da geht es einfach um das, dass ich vorne dabei bin. Opfert als direkte Vorbereitung für einen Super-G ist immer ein Thema, wobei ich mich schon auf diese zwei Kerndisziplinen für mich konzentrieren werde. Also, es geht mir hervorragend, ich bin topfit und es macht mir einfach eine Riesengaude, Skifahren. Man kann die Grundvoraussetzungen schaffen, das heißt, sich konditionell ideal vorzubereiten, skifahrerisch das Maximum rauszuholen. Und dann gehört natürlich das Quäntchen Glück dazu, um ganz vorn zu sein.